kennen die Kartoffel ja nur aus den Regalen im Lebensmitteleinzelhandel oder von Marktständen. Wir wollen euch aber zeigen, wo die Kartoffel herkommt und was für einen Weg sie zurücklegen muss, bis wir sie überhaupt kaufen können. Dazu sind wir heute auf einem Kartoffelfeld am Niederrhein und werden euch zeigen, wie die Kartoffel wächst und wie sie geerntet wird. Dazu haben wir heute den Herrn Küppers hier. Willkommen. Guten Morgen. Wir sind hier jetzt auf einem grünen Kartoffelfeld. Können die Kartoffeln bereits geerntet werden? Diese Kartoffeln können noch nicht geerntet werden, weil der Bestand noch grün ist. Und das heißt, die Kartoffeln sind noch nicht schalenfest. Und wann weiß man, dass die Kartoffel bereit ist? Wenn das Laub in die physiologische Abreife übergeht, verfärbt das sich in Gelb. Und wenn es ganz zusammengebrochen ist, wird der Bestand schalenfest und dann kann man ernten. Und stirbt das Grün denn auch von selber ab? Das Grün kann nach 120 Tagen von selber absterben. Aber wir wollen im Grunde genommen eine Sortierung haben, die 35-65 ist. Deshalb untersuchen wir die Kartoffel und schlägeln das Laub ab, wenn die Kartoffel die dementsprechende Größe hat. Das heißt, man muss nicht immer warten, bis das Laub von selber abgestorben ist? Nein, dann erreichen wir nicht die Qualitäten, die der Verbraucher gerne möchte. Und warum holt man nicht einfach die Kartoffel zusammen mit dem Grün aus dem Boden? Die Kartoffel muss schalenfest werden und dafür muss das Grün von den Kartoffeln entfernt sein, das Laub. Okay, das heißt, die Kartoffel, die packt sich sozusagen nochmal selber ein. Das ist doch praktisch. Können wir uns eine Kartoffelpflanze noch einmal genauer ansehen? Selbstverständlich. Einen Moment. Die ist ja riesig. Das ist jetzt eine komplette Kartoffelpflanze. Wir fangen mal bei der Mutterknolle an. Die wird Ende März, Anfang April in die Erde gelegt, wird 18 cm tief in den Damm gelegt. Den Damm haben wir eben gesehen. Dann dauert das 14 Tage bis 3 Wochen. Dann kommen die Keime aus dem Damm raus. Ja. Daraus entwickeln sich die Stängel. Okay, verstehe. Bei den meisten Sorten sind irgendwo zwischen 6 und 8 Stängel. Mhm. Und gleichzeitig, in dem Moment, wo sie Kartoffelstauden sich im Damm berühren, fängt unten die Knolle Ansätze anzubilden. Das heißt, an den Stelonen hier, an diesen Stelonen entstehen Verdickungen. Und aus diesen Verdickungen entstehen nachher diese Kartoffeln, wie wir sie hier unten am Strauch haben. Und je nach Sorte haben wir, kommen aus einer Pflanzkartoffel zwischen 12 und 20 Knollen nachher, die wir ernten können. Wow, ganz frisch und sehr saftig. Knackig. Saftig, gut. Das ist jetzt praktisch die Knolle oder die Kartoffel, wie man sie nachher auch auf dem Teller hat. Vielen Dank, Herr Küppers, für die interessanten Erklärungen. Wir schauen uns jetzt noch an, wie die Knolle tatsächlich geerntet wird. Und dazu fahren wir auf ein anderes Feld, auf dem die Kartoffelroder bereits bei der Arbeit sind.